Ich habe Erich Fried Anfang der 80er Jahre in Bremen kennengelernt, persönlich, nachdem ich ihn schon vorher natürlich durch seine politischen Gedichte gut kannte. Er gehört zu den rebellischen Geistern, die innerhalb der 68er-Bewegung in Deutschland und in Europa schon sehr für Aufsehen sorgten. Ich möchte, weil er gerade 100. Geburtstag hatte heute, zwei Gedichte vorlesen von ihm. Neben der Politik und dem Eintreten für Menschenrechte war sein großes Thema die Liebe. Und beide Gedichte handeln von der Liebe. Das erste heißt »Kein Unterschlupf«. Nicht sich verstecken vor den Dingen der Zeit in die Liebe, aber auch nicht vor der Liebe in die Dinge der Zeit. Das zweite Gedicht heißt »Nur nicht«. Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich gar nicht getroffen hätte. Weniger Trauer, jedes Mal, wenn wir uns trennen müssen, weniger Angst vor der nächsten und übernächsten Trennung und auch nicht so viel von dieser machtlosen Sehnsucht, wenn du nicht da bist, die nur das Unmögliche will und das sofort im nächsten Augenblick und die dann, weil es nicht sein kann, betroffen ist und schwer atmet. Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Es wäre nur nicht mein Leben.